Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich werde heute am Anfang der Folge, weil ich es einfach nicht offscreen machen muss, weil ich einfach finde, nee Leute, ganz ehrlich, wenn ihr das Projekt schaut, dann habt ihr das mitzuschauen. Das Ding ist, ich werde jetzt hier einfach mit euch das Holz abfarmen und die Bäume abfarmen und am Ende alles, was noch in der Luft fliegt, anzünden und hoffen, dass nicht mein ganzer Hafen abbrennt. Leute, das Ding ist, ich weiß gar nicht, ob das genauso langweilig für mich ist, für euch ist wie für mich, Alter. Ihr glaubt gar nicht, wie sich das hier anfühlt. Ich fühle mich einfach wie ein Stück Abfall, wenn ich hier die ganze Zeit die Bäume abfarme. Als wäre ich so richtig nutzlos. Warum habe ich nicht einfach mit einem Game-Mode-Let's Play angefangen? Anstatt mit einem Survival-Let's Play, ist ja scheiße. Leute, was habt ihr eigentlich zu Weihnachten bekommen? Ey, das würde mich interessieren. Das ist mir gerade mal eingefallen, weil ich habe neben mir Schokolade liegen. Die habe ich zu Weihnachten bekommen, die Schokolade. Ich überlege die ganze Zeit, ob ich die mir jetzt ins Mull stopfe. Dann ist mein Mund so verklebt und ich nuschel wieder wie ein Stück Abfall in der Aufnahme und ärgere mich dann im Schnitt und bin am Ende unzufrieden und dann weine ich wieder die ganze Nacht. Ich kann euch nur empfehlen, hier jetzt no product placement oder so. Kann ich, glaube ich, in meiner Größe eh nicht machen. Fuck, da ist was runtergefallen. Aber Milka Oreo Schokolade. Leute, die, nicht die mit richtigen Oreos drin, sondern die, wo die Oreos in der Milch, in der inneren Milch verarbeitet sind von der Milka Schokolade. Also nicht die, wo richtige Kekse drin sind, sondern die anderen. Das ist die heftigste. Mit Abstand die heftigste und leckerste Schokolade, die es gibt. Ich hatte davon mal 3 Tafeln. Die 3 Tafeln waren innerhalb einer halben Stunde weg, weil ich die einfach so lecker finde. Die sind so geil. Wirklich jetzt, die Schokolade ist so heftig nice. Könnt ihr euch gerne mal gönnen. Also sie schmeckt echt hammermäßig. Wirklich so geile Schokolade. Und wir sind hier übrigens genau wieder an der Lake-Stelle, wie ihr gerade gesehen haben solltet. Mann, wann kommt denn endlich Optifine für die 1.15 raus? Ich will endlich die 1.15. So, dann brennt nämlich der Teil hier auf jeden Fall schon mal weg. Nein, oh mein Gott, Nein. Ich habe die falschen Teile mit angezündet. Nein. Warum überträgt sich das so leicht? Nein. Nein, es geht weiter. Oh nein, wir haben den Feuer ausgelöst. Oh nein. Ich glaube, hier brennt alles ab. Feuer, geh weg. Warum ist denn das hier so heiß? Okay, alles gut. Brennmeister muss man sein, ne? Wie ich. Hier, Feuerwehrmann. Feuerwehrmann-Velation. So, Leute. Ich habe jetzt hier alles abgebaut. Da despawnt noch ein bisschen was. Aber sonst ist hier tatsächlich alles weg. Und das ist unsere Ausbeute. Also ich würde schon sagen, fast 9 Stacks Holz haben wir rausbekommen. Hier auch wieder ganz viele Saplings zum Neuplacen der Bäume. Würde auf jeden Fall sagen, dass es sich definitiv gelohnt hat. Ich habe jetzt, glaube ich, 20 Minuten gefarmt, wenn überhaupt. Und dafür 9 Stacks Holz haben, können wir ewig bauen. Ich muss ehrlicherweise gestehen, ich weiß gar nicht, was so heute mein Ziel ist. Ich habe ja jetzt letzte Folge den Beacon gemacht. Heute wollte ich eigentlich erstmal wieder entspannt ein bisschen bauen. Ein bisschen planen, denn ich möchte ja, also eigentlich würde ich jetzt gerne so schnellst wie möglich, also wirklich so schnell wie möglich hier hinten ankommen, hier den Berg abreißen, die Farm lasse ich erstmal stehen, die wird später weggerissen, dann halt hier alles ausbauen, dass wir so schnellst wie möglich mit dem Hafen dort hinten ankommen, nicht mal mit Häusern oder so, erstmal alles ohne Häuser. Und dort dann halt dieses fette Tor bauen, was ich vorhabe zu bauen. Einen heftigen Gang nach unten, einen heftigen Raum und dann halt die Untergrundbase als allererstes erstmal anfangen. Damit wir nämlich alle automatischen Farmen etc. dort reinbauen können. Und deswegen will ich jetzt hier erstmal auf entspannt ein bisschen bauen. Ganz einfach gesagt habe ich es mir so ungefähr vorgestellt. Hier kommt ja dann wieder unser Wanddesign hin, ist ja klar. Hier vielleicht, also hier ist ja unsere schräge Treppe. Ich muss sagen, mir gefällt die echt gut. Es war echt eine richtig gute Idee, hier mal was Schräges reinzubauen. Dann denke ich, kommt man da so hoch. Und vielleicht baut man da dann auch wieder eine schräge Treppe hoch. Vielleicht eine schräge Treppe. Man könnte aber genauso gut theoretisch hier einfach. Und ich denke mal, so mache ich das auch, dass man hier einfach eine Treppe hochbaut, die hier dann hochführt. Obwohl, aber dann hat man da oben halt kaum Platz, ne? Okay, das wäre auch wieder blöd. Mal gucken, wie wir das machen mit der Treppe. Da muss ich jetzt noch ein bisschen was abtragen. Ist ein bisschen kleiner geworden, als ich gedacht habe. Also der Abteil hier wird ein bisschen kleiner als gedacht, als ich eigentlich geplant habe. Nur anders habe ich es gerade echt nicht schöner hinbekommen. Weil ich will auch immer die Symmetrie beibehalten und dass alles auch relativ passt. Und da sollte man mich ja mittlerweile nach 50 Folgen relativ einschätzen können. Übrigens genauso müssen wir bald noch, wenn wir genügend Stuff haben, den kompletten unteren Hafen, ne, seht ihr da? Im Wasser ist nichts.
Im Wasser ist der Hafen nämlich nicht fortgeführt, das müssen wir dann auch noch weitermachen, damit der Hafen wirklich auch im vollen Glanz erstrahlt. Das Gute ist, unter Wasser bauen kann man ja jetzt echt gut durch die neuen Updates und dann sollte das eigentlich alles kein Problem mehr sein. So, und dann können wir nämlich hier mit dem Design auch gleich anfangen und es schnell bauen. Ist ja alles kein Problem. Das Gute ist, ich habe heute relativ viel Zeit für die Folge zum Aufnehmen. Und ich finde das richtig entspannt, dadurch, dass ich jetzt Ferien habe und keine Schule, muss ich mich bei den Folgen nicht immer so relativ... Naja, ich stress mich nicht, so kann man es sich nennen. Aber ich nehme mir nicht so viel Zeit, dass ich jetzt sage, yo, ich kann hier jetzt 3 Stunden bauen und schneide euch das am Ende einfach zusammen so. Sondern wenn ich in die Schule gehe und dann, naja, weiß, dass ich das und das noch machen muss, die Folge relativ flott aufnehmen muss, sage ich mal, mache ich halt oft dann Fragerunden oder red ein bisschen mehr beim Bauen. Nur jetzt kann ich mir ja hier wirklich Zeit lassen. Das ist halt das Gute an den Ferien. Man, ich liebe Ferien so sehr. So, das wäre so ein Traum, einfach so Vollzeit-Gaming-YouTuber, aber es wird eh nicht so kommen. Ich will auch, ich habe so meinen Plan so für die Zukunft jetzt, was ich machen will, ne? Ich bin ja jetzt 10. Klasse, sollte ja auch mittlerweile bekannt sein. Ich will Mediengestalter werden. Wisst ihr, was ein Mediengestalter macht? Der macht sowas zum Beispiel für große Firmen. Macht er dann die Visitenkarten oder Flyer, Poster, alle Werbeaktionen, sowas halt, das designt er, bringt es auf Vordermann, bla bla bla. Ich will auch auf jeden Fall irgendwann mal mit meinen Zeichnungen, die ich zeichne, einen kleinen Druck machen. Also im Prinzip so ein bisschen in dieses Modegeschäft in Anführungszeichen rein, aber das kann man nicht Mode nennen. Das ist halt einfach nur meine Kunst auf den Pullover bringen und vielleicht ein paar Leuten das verkaufen, das wäre schon heftig. Aber mal sehen, ne? Man weiß ja nie, was die Zeit bringt. Ich hätte doch richtig Bock später, vielleicht, Alter, stell dich mal vor, das kommt später auf dem YouTube-Kanal, so in 30 Jahren gefühlt. Nein, aber ich hätte auch auf jeden Fall Bock später was richtig Heftiges zu animieren. Das ist auch so ein kleines Träumchen von mir, was ich mir auf jeden Fall irgendwann erfüllen will, dass ich was animiere, was aber nicht so mäßig so Noobie animiert ist, sondern so richtig heftig animiert wie, kennt ihr so richtig hochwertige Trickfilme? So animiert. So richtig heftig halt. So, das wäre so ein kleiner Träum. So ein kleines Träumchen. Ein Traum hält so lang, bis du das nächste Mal richtig in der Scheiße sitzt und dann kannst du ihn erstmal nicht vorantreiben, so und deswegen. Okay, ich habe jetzt, seht ihr, jetzt habe ich mich wieder verplappert und habe jetzt überhaupt nicht weitergebaut. Ich würde sagen, ich ziehe erstmal ganz kurz den Boden rein, weil irgendwie ohne den Boden sieht es richtig retarded aus hier alles. Oh, ich liebe das ja, ne? Ich bin gerade richtig glücklich über diese Situation, die ich gerade auf YouTube mache, dass ich einfach so mein Ding durchziehe, so. Hier meine Singleplayer-Welt spiele, das ist so entspannend. Das ist einfach so beruhigend für die Seele. Ihr wisst gar nicht, wie geil es ist, Singleplayer einfach zu spielen. Und einfach sein Ding zu machen, ohne irgendwelche Leute, die an deinen Bauwerken rumfuschen. Ohne irgendjemanden, wo du weißt, du kommst den nächsten Tag auf den Server und fragst dich, was ist hier mit meinem Bauwerk passiert. Ohne irgendjemanden, der dir was vorschreibt oder ohne irgendwas, Alter. Einfach mein Ding machen. In der Zeit, die ich dafür brauche, wisst ihr, ohne dass ich mich selber stressen muss dafür oder so. Richtig entspannt, richtig gechillt einfach. So, und wie man es weiß, kommt hier dann wieder der Obsidian hin. Alter, irgendwie habe ich es heute echt nicht mit Worten, ne? Also ich merke richtig, ich habe heute relativ wenig geschlafen, okay, Leute. Kennt man ja mittlerweile von mir. Ich merke richtig, wie mir das aufs Gemüt schlägt, Alter. Und ich einfach meine Wörter in meinem Kopf, ich will so Glowstone sagen und ich sage einfach Obsidian. Ich hoffe einfach, dass in der Aufnahme mir nicht auffällt, fuck, ich habe da statt Holzstein gesagt oder sowas. Das wäre natürlich echt ein bisschen blöd. Jetzt müssen wir uns doch einfallen lassen, wie wir hier die Treppe bauen wollen. Und vor allem, wie die Treppe gut aussehen wird, ne? Oder gut aussieht. Das Ding ist, wenn ich hier so hochkomme, würde ich wirklich einfach sagen, dass wir dort, also hier, wird dann eine gerade Treppe hochkommen, dass man im Prinzip hier erst so ein Teil hochgehen kann, so 3-4 Blöcke, und dann hier den Rest hochgeht. Aber ich würde definitiv sagen, hier, bei dem Abteil, würde ich einfach genau die gleiche schräge Treppe einbauen, wie wir sie hier haben. Anders würde ich es wirklich nicht machen, ich würde einfach genau die gleiche einbauen. Dass man genau so hier wieder hochgehen kann dann. Ach Leute, ich bin ganz kurz pipi, ja. Es tut mir, ich bin voll gegen meinen Mülleimer gefahren. Es tut mir leid, aber, ey, Blase drückt mir wirklich Körper, ne? So, die Blase macht, was er will, ne? Kann man nicht ändern. Die Frage ist jetzt, bauen wir die Treppe einfach ab oder bauen wir sie so ähnlich? Okay, dann merken wir uns 1, 2, 3, Block. 1, 2, 3, Block, okay. Heißt, wir müssen 1, 2, 3, Block. Alter, ich sag euch, schräge Treppen zu bauen ist das Schwerste, was es gefühlt oder mit das Schwerste, was es in Minecraft gibt. Wirklich jetzt. Alter Schwede.
Ist ja echt mal überhaupt nicht kompliziert oder so. Nein, nein. Okay, es ging relativ viel, viel schneller, als ich erwartet habe. Jetzt müssen da noch die Zäune hin. Dann kommt hier auf jeden Fall noch die Falltüren hin. Die müssen so... Ja, genau, das geht nämlich zwei hoch. Nicht ein Block, sondern zwei Blöcke. Geht der Zaun hier hoch. Also so. Und dann so. Alter, ist doch schick, oder? Guck mal, ihr kommt hier hoch, lauft dann so rum, lauft hier hoch. Und habt hier dann auch wunderschön den nächsten Abteil des Hafens. So, jetzt kümmern wir uns heute noch hier drum. So, Leute, im Prinzip wäre ja hier nochmal drei Blöcke runter, müssten wir hier gehen vom Blockverhältnis her auf Höhe 84, genau. Und dann würden wir im Prinzip hier das einmal abtragen, hier rum. Und das hier ist wirklich ein Mini-Abteil dann. Das ist kein großer Abteil, das ist im Prinzip nur, dass man hier wirklich hochlaufen kann. Und später geht dann hier unsere nächste Hafenmauer lang, in Anführungszeichen. Die führt dann hier circa, die geht dann so. So hätte ich jetzt gesagt. Und dann geht die halt hier entlang, dass sie irgendwie hier halt lang führt. Circa plus, minus, bin ich mir noch nicht hundertprozentig sicher. So, dann endet die da an der Wand. Und hier, ab hier geht es dann wirklich von Höhe 43... von Höhe 84, von Höhe 43, von Höhe 84, geht es dann wirklich hoch auf Höhe 93. Das sind 9 Blöcke, die es dann im Prinzip mit dieser Mauer hochgehen wird, also im Prinzip von hier bis nach dort oben. Wenn man dort dann hochlaufen wird, wird man hier ankommen und hier hast du dann wirklich erstmal eine große Fläche, eine sehr große Fläche mit Häusern, Gebäuden, Pipapo, alles drum und dran hier. Und dann geht es hier nochmal runter auf Höhe 84, ab hier so circa, geht es hier runter auf Höhe 84. Und dort wird dann der Eingang sein mit ein paar Häusern drumherum und ein paar Pipo, bla 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 bla. So, und jetzt muss ich mich erstmal ranmachen, hier die drei Blöcke wegzuschaufeln. So, Leute. Mann, Wuffi. Das Ding ist, ich hoffe, es ist nicht zu laut, mein Fenster ist offen, ich kann es mal kurz randrücken. Ich hoffe, es ist nicht zu laut. Das Ding ist, ich habe das hier mega unterschätzt. Holy shit, guckt euch mal an, wie viel Platz wir hier haben. Das ist richtig, richtig groß. Jetzt hat auch viel länger gedauert als gedacht. Ich habe ja jetzt 20 Minuten hier mit Abbauen verbracht. Trotz Haste 2. Und ich will euch das mal ganz kurz zeigen. Und sorry für die Lags, Alter. Ich weiß auch nicht, was hier abgeht. Ey, man kommt dann, keine Ahnung wo, irgendwie hier die Treppe hoch. Und da habe ich mir vorgestellt, könnte man es machen, dass man hier einfach eine Treppe hochgeht. Und dann hier circa einen kleinen extra Abteil hat, so hier circa so, und man dann hier im Prinzip nach dorthin die Treppe geht, hier kann man vielleicht, keine Ahnung, ein Aquarium hinbauen, irgendwas kann dorthin kommen, irgendwas cooles, und da kann dann natürlich noch ein Haus hin, also hier kann definitiv noch ein Haus hin, dann geht man hier die Treppe hoch, und wie ihr seht, hier sind dann unsere standardmäßigen Mauern mit dem gleichen Design wie immer, aber auf jeden Fall sieht das doch echt heftig aus bisher, also ich muss sagen, sorry, aber mir gefällt das echt. Vor allem hier jetzt mit dem Hafenabteil, der wächst und wächst ja und gedeiht ja und das freut mich richtig. Und wenn es jetzt hier noch weiter so wird und so, wird es richtig geil. Und ich habe mir dann vorgestellt, dass man dort Wege hochführt und dort dann im Prinzip an den Klippen im Prinzip rausgeht und dort den Hafenabteil weitermacht, nach hinten hin. Und da geht dann zum Beispiel eine Brücke rüber, wo ein Turm drauf steht und Leute, und der Berg wird natürlich auch noch mit besetzt, aber da müssen wir mal gucken. Leute, ich hoffe, ihr habt meinen Hut nicht zu da gehört, Leute. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann und ciao.